Komm schon! Das ist nicht fair! Bitte! Ihr wisst, ihr könnt nicht mitkommen. Als er mich zur Hüterin ernannt hat, wurde sein Gedächtnis magisch gelöscht. Jetzt ist Meister Fu wie jeder andere. Er darf nichts von den Miraculous, meiner geheimen Identität oder euch Kwamis wissen. Na los, Tiki, gehen wir. Ja. Ja. Wieso darf Tiki mitgehen und wir nicht? Es tut mir leid, Freunde, aber ihr wisst, ich muss bei Marinette sein, falls sie sich verwandeln muss. Was wäre, wenn wir uns auch verstecken und er uns gar nicht sieht? Das wäre dann okay, oder? Wir wollen nur sehen, ob es ihm gut geht. Er hat sich über 100 Jahre lang um uns gekümmert. Ich weiß, aber ihr müsst ihn sein neues Leben mit seiner Seelenverwandten führen lassen. Ich kümmere mich jetzt um euch. Das stimmt, Marinette. Aber ich durfte Meister Fu dabei helfen, die Miraculous-Schatulle zu beschützen. Ich war mehr als nur sein Kwami. Ich war sein Freund. Und ich vermisse ihn so sehr. Das verstehe ich, aber es... Na gut, du kannst mitkommen, Wise. Ich kann euch nicht alle auf einmal mitnehmen. Weil die Miraculous-Schatulle bewacht werden muss und beschützt. Das heißt also, wenn einer von uns hier bleibt und Wache hält, kann der Rest von uns mitkommen, richtig? Was? Nein, natürlich nicht. Ja, das klingt fair. Aber wie entscheiden wir, wer bleibt? Lassen wir das Schicksal entscheiden. Ja, machen wir Kwami Kwami. Qua was? Kwami Kwami Kumi. Wer? Der Auserwählte, das ist der. Gut, Marinette bleibt hier. Ja! Oh nein, vergesst es. Das war geschummelt. Außerdem bin ich die Hüterin. Ich entscheide. Punkt. Sie lässt uns keine andere Wahl. Operation Kwami Hundeblick. Oh, na schön. No. Oh, bleibt irgendein Kwami freiwillig hier? Die Kleine hat recht. Was ist, wenn ein Superschoko oder ein Senti-Monster auftaucht? Ich habe da ein schlechtes Gefühl. Geht ihr nur. Ich bleib hier. En garde, mein Gebieter. Danke, Bark. Na los, alle hier rein. Ja! Aber ich warne euch, ich will von keinem von euch auch nur einen Mucks hören. Ich kann euch hören. Beim Jupiter. Wir sind noch nicht außer Gefahr, mein Gebieter. Bereit? Dieses Handy ist schon wieder von allein angegangen. Wenn das nicht sofort aufhört, werde ich es einfach in den Müll schmeißen. Hm?